Genau. Also meine erste Frage wäre, wie Sie das aktuelle Bild der Polizei in Bayern sehen in der Bevölkerung. Also zum einen bin ich sehr froh, dass die Polizei in Bayern sehr hohes Ansehen hat. Das geben auch Erhebungen, insbesondere in Erlangen sind einmal Erhebungen gemacht worden, im Fürther Bereich. Da ist das Ansehen sehr hoch. Trotzdem gibt es natürlich Einzelfälle, wo auch Beamte sich nicht korrekt verhalten, und dem müssen und werden wir nachgehen. Bloß ich wehre mich immer dagegen, dass Einzelfälle hochgezogen werden, sozusagen systematisch aneinandergereiht, und dann der Eindruck manchmal erweckt wird, als ob die Polizei nicht so in Ordnung sei. Und das stimmt nicht. Ich möchte Ihnen nur sagen, wir haben 1,4 Millionen Einsätze im Jahr. Und da gibt es natürlich bei 40.000 Polizisten, bei kritischen Einsätzen, gibt es auch Fälle, wo nicht alles so korrekt läuft, aber das werden wir dann abstellen und dem müssen wir nachgehen. Jetzt eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen in die Richtung geht. Wie haben Sie jetzt das Gefühl, wenn Sie jetzt in Zivil oder in Uniform auf Menschen zugehen, welche Veränderungen können Sie da bemerken? Ja, es ist unterschiedlich. Grundsätzlich, ich bin ja schon sehr lange bei der Polizei, schon über 30 Jahre, ist es so gewesen, dass natürlich früher ein Polizist, der in Uniform aufgetreten ist, als, ja, als Staatsorgan, als Respektsperson per se betrachtet worden ist. Das hat sich manchmal geändert. Natürlich ist die überwiegende Zahl der Bevölkerung respektiert die Polizei als Vollzugsorgan des Staates, aber es ist mittlerweile, gibt es auch Gruppierungen, die praktisch die Uniform ja als Reizbild ansehen oder sogar als Aggressionsfaktor, und das gefällt mir natürlich nicht. Dann wären wir schon bei meiner letzten Frage. Wie erleben Sie denn jetzt als Landespolizeipräsident die EM? Also wie, wenn Sie jetzt zum Beispiel natürlich dann auch mal im Einsatz sind, Ja. oder also können Sie da so mitfeiern oder wie sehen Sie so dieses Ereignis aus der Sicht der Polizei, sage ich jetzt mal? Welches Ereignis, WM oder Die was? Europameisterschaft, Ja, genau. also zum einen, ich bin ja selber begeisterter Fußballspieler immer gewesen und auch Fan, aber wir können da selbstverständlich mitfeiern. Ich finde es ein ganz tolles Erlebnis, dass wir bei der Weltmeisterschaft, die wir gehabt haben in Deutschland, und dann auch bei der Europameisterschaft in Österreich, wo unsere Kräfte eingesetzt waren, dass es uns geglückt ist, einerseits die Sicherheit zu gewährleisten und andererseits aber das so locker zu machen, dass unsere Leute zum Teil Arm in Arm mit den Fans gefeiert haben, und dass zum Beispiel in Nürnberg, als die Engländer gespielt haben, die ganz begeistert waren und uns beklatscht haben und gesagt haben, das haben wir eigentlich noch nie erlebt, dass hier die Polizei zwar einschreitet, wenn es unkorrekt ist, aber andererseits locker mitfeiert und lacht, und das ist eine schöne Geschichte. Glauben Sie dann, dass dieses Gefühl, was dann während der WM 2006 so aufgekommen ist, so dieses, okay, mit der Polizei kann man auch feiern, es ist jetzt nicht nur so ein Beobachtungskontrollorgan, glauben Sie, das hat sich. War dann nach der WM vorbei oder hat sich es noch so ein bisschen fortgetragen? Ja, natürlich, die Euphorie war nach der WM vorbei. Aber jetzt es kommt natürlich auch darauf an, wie die Spielverläufe sind. Aber was sich natürlich die letzte Zeit ereignet hat, was uns nicht gefällt, das ist zunehmend der Hooliganismus. Das sind ganz wenige, das sind nicht die Fans, die die Fußballspiele stören. Und natürlich auch die Pyrotechnik. Also, wenn Pyrotechnik im Stadion hier abgeschossen wird, dann ist der Spaß vorbei, dann ist da nichts mehr mit lustig, weil die sind über 1000 Grad heiß und das ist gefährlich, um nicht zu sagen lebensgefährlich. Und da ist dann mit Feiern nichts mehr, sondern wir wollen, dass hier jeder friedlich und auch Familien zum Fußball gehen können, und dann halten wir uns zurück und dann feiern wir gern mit. Aber wenn natürlich hier die Sicherheit gefährdet ist, dann geht es natürlich nicht mehr, dann müssen wir entscheiden. Gut, das Okay. war's schon. Vielen Dank. Danke. Bedanke ich mich.